Leipzig, er knackte das Schloss und zog an einem Sommermorgen einfach mit dem Bike von dannen, doch Zeugen konnten ein Fotos des Diebes schießen, jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach diesem Mann. Am 13. Juni 2020 hatte sich der Unbekannte gegen 7.30 Uhr in Lindenau an dem angeschlossenen Mountainbike in der Grafstraße zu schaffen gemacht, das Rad ist 500 Euro wert, grau und von der Marke California. Ein Polizeisprecher, durch den Kriminaldienst des Polizeireviers Leipzig-Südwest wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der gesuchte Dieb ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, schlank, hat lange Haare zum Zopf gebunden und an den Seiten abrasiert. Wer ihn erkennt, soll sich bitte dringend bei der Polizei unter 0341 9460 00 zu melden.